Hallo. Ja, wir sind immer noch bei linearen Systemen im Zustandsraum und wir wollen mal wieder die Steuerbarkeit eines Systems berechnen. Diesmal nehmen wir ein etwas größeres Beispiel, nämlich eine 3x3-Matrix. Um die Steuerbarkeit unseres 3x3-Systems zu berechnen, benutzen wir das Steuerbarkeitskriterium nach Kalman. Es gibt ja mehrere Steuerbarkeitskriterien, aber wir benutzen das nach Kalman. Und das habe ich hier links oben nochmal hingeschrieben. Das können wir ja nochmal eben durchgehen. Und zwar ist ein System gegeben durch die Systemmatrix A und die ist wie immer vom Typ n mal n. Und außerdem ist die Eingangsmatrix B gegeben, die ist vom Typ n mal 1. So, das Verfahren selbst besteht jetzt aus zwei Schritten. Im ersten Schritt müssen wir die sogenannte Steuerbarkeitsmatrix C aufstellen, das heißt hinschreiben, nach dieser Regel hier. Und wenn wir das gemacht haben, diese Steuerbarkeitsmatrix C aufgeschrieben haben, ja, dann müssen wir den Rang dieser Steuerbarkeitsmatrix berechnen. Und wenn C den vollen Rang hat, dann ist das System steuerbar. Und wenn C nicht den vollen Rang hat, dann ist das System eben nicht steuerbar. Ja, und wie berechnet man nochmal den Rang einer quadratischen Matrix? Da muss man einfach die Determinante berechnen. Ja, wenn die Determinante ungleich 0 ist, dann hat die Matrix C den vollen Rang. Und wenn die Determinante der quadratischen Matrix C gleich 0 ist, dann hat C eben nicht den vollen Rang. Ja, das nochmal zur Wiederholung. Das ist das Stabilitätskriterium nach Kalman. Und das wollen wir jetzt auf der rechten Seite in unserem Beispiel anwenden. Gut, dann beginnen wir auf der rechten Seite oben mit dem Beispiel. Also gegeben ist die Systemmatrix A, das ist diese hier. Na, da habe ich mir eine ganz lustige ausgedacht. Die hat die Einträge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, das kann man sich gut merken. Ja, und dann haben wir eine Eingangsmatrix B, die hat die Einträge 1, 2, 3. Ja, das kann man sich auch noch merken. Gut, im ersten Schritt müssen wir jetzt die Steuerbarkeitsmatrix C berechnen. Und zwar nach dieser blauen Formel hier. Ja, und da seht ihr bestimmte Einträge. Und diese Einträge sind dann die Spalten in dieser Steuerbarkeitsmatrix C, die ihr hier unten seht. Aber bevor wir anfangen, müssen wir zunächst einmal überlegen, wie viele von diesen Einträgen hier in der blauen Formel benötigen wir. Wie viele Einträge müssen wir berechnen? Ja, dazu gucken wir uns die gegebene Systemmatrix an. Allgemein ist die ja vom Typ n mal n und hier ist sie vom Typ 3 mal 3. Ja, das heißt, n ist gleich 3. So, und dieses n trage ich hier oben ein. Und dann habe ich a hoch 3 minus 1, also a Quadrat. Ja, das heißt, ich muss hier die Einträge berechnen bis a Quadrat. Das ist diese Stelle hier. Ja, also die ersten drei Einträge benötige ich. Gut, also der erste Eintrag, den muss ich gar nicht berechnen. Das ist ja hier die Matrix B und die ist ja gegeben. Dann muss ich hier a mal b berechnen. Ja, also a und b sind ja gegeben. A mal b muss ich berechnen. Das habe ich hier gemacht. Ne, einfach eine Matrizenmultiplikation durchführen. So, und dann müssen wir noch a Quadrat mal b berechnen. Ja, das habe ich hier gemacht. Aber da muss man jetzt aufpassen. Das wäre viel zu aufwendig, jetzt erstmal a Quadrat zu berechnen und dann mit b zu multiplizieren. Ja, stattdessen machen wir Folgendes. Wir schreiben a Quadrat ausführlich als a mal a und setzen eine Klammer um a mal b. Ja, warum? Weil wir a mal b schon kennen. Das ist nämlich das Ergebnis der vorigen Nebenrechnung. Ja, das ist diese Matrix hier. Für unser Beispiel bedeutet das jetzt, ich nehme die gegebene Matrix A und schreibe sie hier hin. Und multipliziere sie dann, ja, das mache ich hier, mit dem Ergebnis des vorigen Schrittes, also mit a mal b. Ja, das muss ich mir also nehmen, das Ergebnis des vorigen Schrittes,
und damit muss ich multiplizieren. Ja, und dann habe ich das Ergebnis, dann weiß ich, wie groß ist a Quadrat mal b. Ja, also wie lautet dieser Eintrag? Das weiß ich dann. Ja, diesen Rechentrick hier in der letzten Nebenrechnung, den solltet ihr euch merken. Na, denn stellt euch mal vor, ihr habt eine richtig große Matrix A gegeben. Ja, dann müsst ihr hier zum Beispiel sowas ausrechnen, sagen wir, wie zum Beispiel a hoch 10 mal b. Ja, a hoch 10 mal b, stellt euch das mal vor. Dann müsstet ihr also a hoch 10 berechnen und dann noch mit b multiplizieren. Das wäre eine riesige Rechenarbeit. Nur stattdessen rechnet ihr einfach a mal das Ergebnis der vorigen Nebenrechnung, ne, nämlich a mal a hoch 9 mal b. Ja, und das bedeutet dann, dass ihr in jeder Nebenrechnung nur eine Matrixmultiplikation durchführen müsst. Ja, also wenn ihr in irgendeiner dieser Nebenrechnungen hier, ja, ihr müsst ja diese ganzen Einträge berechnen, auch bei größeren Matrizen, ja, wenn ihr in irgendeiner Nebenrechnung mehr als einmal multipliziert, ja, dann habt ihr irgendwas verkehrt gemacht. Dann habt ihr nämlich diesen Rechentrick vergessen. Gut, aber wir schreiben jetzt hier unsere Steuerbarkeitsmatrix hin. Ja, und da haben wir also gesagt, der erste Eintrag, die erste Spalte besser gesagt, die ist gleich b. B ist gegeben, 1, 2, 3. Ja, also schreibe ich in die erste Spalte 1, 2, 3. So, dann muss ich da reinschreiben a mal b. A mal B haben wir ja hier in der ersten Nebenrechnung berechnet. 14, 32, 50. Also schreibe ich in die zweite Spalte 14, 32, 50. So, und dann muss ich hinschreiben A Quadrat mal B. Ja, das haben wir in der zweiten Nebenrechnung berechnet. Das ist 228, 516, 804. Das schreibe ich dann in die dritte Spalte 228, 516, 804. Ja, und schon habe ich sie gefunden. Das ist meine Steuerbarkeitsmatrix C, ja, für unsere Beispielaufgabe hier. Gut, dann beginnen wir jetzt hier mit dem zweiten Schritt. Und da müssen wir überprüfen, ob die im vorigen Schritt berechnete Steuerbarkeitsmatrix C den vollen Rang hat. Ja, was ist nochmal der Rang einer Matrix und wann spricht man von einem vollen Rang? Also der Rang einer Matrix gibt an, wie groß die Zahl der linear unabhängigen Zeilen bzw. Spalten ist. Ja, und was war nochmal ein voller Rang? Also ein voller Rang ist für quadratische Matrizen definiert und sowas entsteht ja hier immer. Ne? Die Steuerbarkeitsmatrix ist immer eine quadratische Matrix. Und wenn jetzt der Rang dieser Matrix genauso groß ist wie die Anzahl der Zeilen bzw. Spalten, dann spricht man von einem vollen Rang. Ja, ich habe zum Beispiel hier eine 3x3 Matrix und wenn die jetzt den Rang 3 hätte, dann hätte die Matrix einen vollen Rang. Aber ob die berechnete Steuerbarkeitsmatrix C wirklich den vollen Rang hat, das wissen wir noch nicht, das wollen wir ja gerade berechnen. Ja, und da sagt eben die lineare Algebra, da muss ich die Determinante berechnen. So, und wie berechnet man die Determinante einer 3x3 Matrix? Am besten mit der Regel von Sarü. Ja, da schreiben wir also die Matrix C einfach nochmal hin und dann nehmen wir die erste und zweite Spalte und schreiben sie rechts neben die Matrix. So, und jetzt bilden wir Produkte, und zwar die Produkte der Hauptdiagonalen, und die addieren wir, ne, diese Produkte. Also 1 mal 32 mal 804, das schreibe ich hier hin, ja, dann addiere ich dazu 14 mal 516 mal 3, 14 mal 516 mal 3, ne, immer so schräg gehen, und dann addiere ich noch 228 mal 2 mal 50. 228 mal 2 mal 50. Ja? So, von diesen drei Summanden muss ich jetzt drei Terme abziehen. Und zwar die Produkte der Nebendiagonalen. Also minus, ne, also hier ein Minus hin, 3 mal 32 mal 228. 3 mal 32 mal 228. Dann minus, ne, wieder ein Minus vorschreiben. 50 mal 516 mal 1. 50 mal 516 mal 1. Dann wieder Minus, ne,
804 mal 2 mal 14. 804 mal 2 mal 14. So, und wenn ich diese sechs Terme jetzt ausrechne und zusammenfasse, erhalte ich als Ergebnis die 0. Das heißt, die Determinante von C ist gleich 0. Gut, und jetzt sagt mir die lineare Algebra, dass, wenn die Determinante einer Matrix gleich 0 ist, diese Matrix nicht den vollen Rang hat. Ne? Nochmal, die Determinante einer Matrix ist gleich 0, daraus folgt, die Matrix hat nicht den vollen Rang. Ja, das weiß ich jetzt. Die Matrix hat nicht den vollen Rang. So, und das Steuerbarkeitskriterium von Kalman sagt jetzt, wenn eine Matrix nicht den vollen Rang hat, dann ist das zugehörige System nicht steuerbar. Ja, also kann ich als Endergebnis hier hinschreiben, das System, was durch diese beiden Matrizen hier gegeben ist, ja, A und B, das System ist nicht steuerbar. Gut, am Ende noch ein paar Anmerkungen. Also im zweiten Schritt, da berechnet man ja, ob die Matrix C den vollen Rang hat oder nicht. Ja, aber man berechnet nicht, welchen Rang sie hat. Das macht man nicht, ne? Das braucht man nämlich nicht. Und wenn man es nicht braucht, warum soll man sich die Arbeit machen? Ja, ich brauche hier nur die Information, hat sie den vollen Rang oder nicht. Ja, das heißt, man könnte auch anders vorgehen. Man könnte hier im zweiten Schritt Folgendes machen. Man könnte einfach den Rang ausrechnen. Ja, habe ich auch mal gemacht. Und da ist rausgekommen, die Matrix C hat den Rang 2. Ja, und weil der Rang eben 1 zu wenig ist, ne, ich habe ja eine 3x3 Matrix hier, aber nur den Rang 2, da weiß ich, die hat nicht den vollen Rang, also kann ich sagen, das System ist nicht steuerbar. Ja, aber das ist ja viel zu umständlich, den echten Rang zu berechnen, ja, weil das ist schwieriger, als eben mit der Determinante auszurechnen, ob der volle Rang erreicht wird oder nicht. Ja, und deshalb spart man sich das meistens, ne? Aber machen kann man es auch, man kann auch wirklich den Rang berechnen. Gut, kommen wir zur zweiten Anmerkung. Und zwar, wenn ich an dieser Stelle hier eine Steuerbarkeitsmatrix C habe, vom Typ 2x2 oder 3x3, ja, also eine kleine Matrix, dann kann ich meistens schon raten, ob diese Matrix den vollen Rang hat oder nicht. Ja, das habe ich auch hier mal gemacht, obwohl die große Einträge hat. Da habe ich rausgefunden, wenn ich 18 mal die erste Spalte nehme, plus 15 mal die zweite Spalte, erhalte ich die dritte Spalte. Ja, also 18 mal diese Spalte plus 15 mal diese Spalte ergibt die dritte Spalte. Ja, und das heißt, die dritte Spalte ist von den anderen Spalten linear abhängig. Ja, und somit hat also die Matrix nicht den vollen Rang. Gut, dann berechnen wir das Ganze jetzt noch links unten mit MATLAB. Da muss ich also erstmal zwei Matrizen eingeben und dann benutze ich den Befehl CTRB. Ja, das ist die Abkürzung für Controllability. Und Controllability heißt nichts anderes als Steuerbarkeit. Ja, also mit diesem Befehl hier, da berechne ich die Steuerbarkeitsmatrix und die kann ich dann einer beliebigen Variablen zuweisen. Ja, die habe ich hier zum Beispiel CO genannt für Controllability, aber die Variable kann ich auch Karl Gustav nennen oder sonst wie. Und dann berechne ich den Rank, also den Rang von CO. Ja, und wenn der Rank kleiner ist, also wenn der Rang kleiner ist, als hier die Zeilen- bzw. Spaltenanzahl der Systemmatrix A, dann weiß ich, mein System ist nicht steuerbar. Gut, jetzt werdet ihr vielleicht Einspruch erheben. Ihr werdet sagen, du hast auch hier oben gesagt, dass es viel zu aufwendig ist, den Rang zu berechnen. Ne, sondern man berechnet eben nur, ob der volle Rang da ist, mithilfe der Determinanten. Aber den echten Rang berechnen, den tut man ja nicht, das ist zu aufwendig. Ja, stimmt, ne, wenn man das von Hand macht, ist das zu aufwendig, aber mit einem Computer-Algebra-System dauert das ja nur ein Bruchteil einer Sekunde, da kann ich natürlich mit dem Befehl Rank arbeiten. Ja, also wenn ich das von Hand mache, berechne ich den Rang nicht,
sondern ich berechne nur, ob der volle Rang da ist, mit Hilfe der Determinanten. Wenn ich aber ein Computer-Algebra-System habe, kann ich das ruhig hier mit dem Befehl RANK machen. Ja, wir sind am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.